Russland wäre eigentlich Europa. Und wenn Europa sich mit Russland verbinden würde, solange Putin noch der liebe Kerl ist, Entschuldigung, das ist nicht das Wichtige, es gut meint, sage ich mal so, dann wären wir, Europa, eine Macht, wo Amerika eigentlich gar nicht mehr wert ist. Sie hätten keinen Einfluss mehr auf uns. Aber ich fürchte mich auch wieder vor Russland, denn Putin ist doch ein russischer Bär. Und wenn man einen Bär in die Enge treibt, dann kommt seine Bratze, dann schlägt er zu. Und seine Militär oder die ist viel moderner, viel kompetenter. Die neuesten Forschungen hat er, wo Amerika noch nicht hat. Es wäre jetzt höchste Zeit für Europa mit Putin jetzt noch. Es ist letztes Moment, wo er noch mit ihm kann, dass die Europa die Hand ihm reicht. Ansonsten ist er mit seinem modernen, er hat modernste Waffen, wo zum Beispiel, wenn seine Panzer, seine Flugzeuge, irgendwas kommt, die anderen, die Gegner, ihn gar nicht mehr kennen, die Bildschirme, alles werden blind. Elektromagnetisch, wie man das sagt. Und wenn er dann doch losschlägt, weil Europa ihn immer sticht, angestachelt durch Amerika, dann könnte er halt dann genug bekommen und das nächste wäre halt Europa. Und er würde schlagartig bis an den Rhein kommen. Atombomben werden nicht, so wie mir der Heiland versichert, nicht kommen, Atombomben. Es wäre soweit, aber das ist der Moment, wo Gott sagt, genug. Und dann lässt er kosmische Strahlung und irgendwelche Art, dass sogar das ganze Ding verdunkelt. Wie eine Wolke. Und da das von Gott kommt, muss man dagegen sich schützen. Und da es von Gott kommt, ist es wiederum Gebet. Geht in die Häuser, schließt die Türen und Fenster. Es muss aber alles nicht kommen. Es würde 3 Tage oder sowas, nicht 3 Tage, aber das müsste nicht kommen. Prophezeiungen müssen nie erfüllt werden. Sie können kommen. Und Gott gibt die Prophezeiung, dass wenn es geschieht, dass wir nicht die Nerven oder das Ding verlieren, der Glaube oder alles, sondern wissen, Gott hat es gesagt, er ist da, der alles in der Hand hält. Arme Menschen, die dann nicht an Gott glauben, wo meinen, ein Nichts hat Gewaltiges geschaffen. Ach, ich will doch euch nicht ängstigen. Das ist gar nicht meine Betuling. Das ist gar nicht das, was ich eigentlich möchte. Sondern ich möchte stärken. Ich möchte auch sagen, trotz allem fürchtet euch nicht. Es gibt Gott. Und er ist der, wo sagen kann, genug jetzt. Aber wie mir der Heiland sagt, es ist heute so, dass Gott es jetzt total den Menschen überlässt, was die Menschheit macht. Die Menschheit ruft nicht nach Gott. Es müsste nach ihm
gerufen werden. Das wäre die Aufgabe vom Papst. Aufrufen zum Gebet. Könntet ihr doch empfinden, wie Satan triumphiert schon über die verblendete Menschheit. Müsste nicht da die Kirche, die Einfluss hat, reden?